Anwärter? Was machst du hier unten? Was ist hier los, Clark? Ach, irgendwann musste es ja rauskommen. Das konnte ja nicht ewig so weitergehen. Was kann nicht weitergehen? Lebensmittel zu stehlen. Ich bin bei der Logistik. Keiner hat nachgefragt, als ich sie aus dem Terminal holte. Ich brachte sie nachts hierher, um die Ghule zu füttern. Es hat funktioniert. Bisher. Was meinst du mit, es hat funktioniert? Warum tust du das? Ist eine lange Geschichte. Ich hatte mal einen Freund, der ein Ghul war. So menschlich wie du und ich. Aber die Bruderschaft. Für die Bruderschaft sind sie ausgeboten. Sie verdienen es zu sterben. Würdest du ihn töten? Nur für das, was er ist? War er ein wilder Ghul? Welchen Unterschied macht das? Waren die nicht alle mal Menschen? Ich kam vor 2 Jahren zur Bruderschaft. Die ganze Zeit über habe ich nie unsere Überzeugungen angezweifelt oder in Frage gestellt. Aber bei der Schlacht um den Flughafen kamen immer mehr Ghule. Ich weiß nicht mehr, wie viele ich getötet habe. Sie liefen weg, aber wir machten weiter. Ich tötete sie. Ich habe sie alle getötet. Das waren Ghule. Ja, aber verdammt, vorher waren es Menschen. Nach der Schlacht musste ich nachdenken. Ich fand diesen Ort und die Ghule. Was sollte ich tun? Es melden? Dann wären sie abgeschlachtet worden. Sie ignorieren? Dann hätten sie unsere Basis angegriffen. Ich dachte, wenn ich ihnen zu essen bringe, bleiben sie vielleicht unten. Dann hätte es nicht noch mehr Tote gegeben. Glaubst du, ich habe das Richtige getan? Du hast getan, was du für richtig hieltest. Das zählt. So wird man es nicht sehen. Und es wird ihnen egal sein. Was ist mit den Ghulen? Was wirst du mit ihnen tun? Was sollten wir deiner Meinung nach tun? Lass sie in Ruhe. Solange sie hier bleiben, schaden sie niemandem. Ich weiß es noch nicht. Gar nicht so einfach, oder? Und was ist mit mir? Ich muss das melden. Dann wird man dich holen. Vorher musst du verschwinden. Die Bruderschaft verlassen? Einfach so? Ich... Du hast recht. Ich habe hier keine Zukunft. Ich brauche ein paar Minuten, um mich zu sammeln. Geh, der Aufzug ist im anderen Raum. Nimm meine Schlüsselkarte, ich komme gleich. Also.
Hey. Abschaum des Commonwealth zu verschonen, kann tödlich enden. Bericht, Ritter. Hast du deine Untersuchung über die verschwundenen Vorräte abgeschlossen? Die Ruinen unter dem Flughafen sind voller Ghule. Anwärter Clark hat Rationen gestohlen, um sie zu füttern. Er hat... Was? Gott! Wirklich? Er hat seinen Schwur gegenüber der Bruderschaft gebrochen, unsere Vorräte gestohlen und diesen Ausgeburten geholfen? Wo ist er? Was ist mit ihm geschehen? Er hat mich angegriffen. Ich musste ihn töten. Dann hast du getan, was getan werden musste. Ein Jammer. Ich hatte große Hoffnungen auf ihn gesetzt. Nun gut, damit wäre der Fall abgeschlossen. Hier sind einige Kronkorken für deine Dienste. Da du deine Fähigkeiten im Einsatz bewiesen hast, möchte ich dich mit einer anderen Art von Mission betrauen. Unsere Knappen müssen ausgebildet werden. Sie sind junge Rekruten, die ein Vorbild brauchen. Jemand, dem sie nacheifern kann. Es wird Zeit für dich, dein Können an die jungen Leute weiterzugeben. Bist du bereit, einen Knappen zu betreuen? Ich helfe gern. Hervorragend. Der Knappe kennt den Ort. Er trifft dich am Boden. Ich hoffe, du zeigst ihm, wie wir die Dinge erledigen. Hey. Ich helfe, die sind für Sie.
Ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Ja, wirf mal einen Blick darauf, Doc. Was fühlt sich denn komisch an? Beschreib mir, was los ist. Hast du irgendwas gegen Chem-Abhängigkeit? Wir bekommen dich schon wieder clean. Wird aber nicht angenehm. Das wäre geschafft. Stört dich sonst noch was? Jetzt, wo ich wieder clean bin, fühle ich mich viel besser. Freut mich zu hören. Sonst noch was? Mir sind keine Verletzungen aufgefallen. Freut mich zu hören. Sonst noch was? Heute mal keine Schusswunden oder gebrochene Knochen. Gut, ich hoffe, das bleibt so. War sonst noch was? Das war's. Dann ab mit dir. Hey. Du siehst aus, als könntest du einen Drink vertragen. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Na klar. Nur zu, die Kleidung kannst du direkt anziehen. Wir senden rund um die Uhr. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Okay. Im Moment lege ich keine Meldung vor. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ich glaube, ich habe was in deiner Größe. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Hier ist mein Angebot. Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Sag mir, was du haben möchtest. Aufgepasst. Wollen Sie Ihre Last etwas verringern? Vielleicht kann ich Ihnen etwas davon abnehmen.
Wenn du Hilfe brauchst, kann ich mir dich mal ansehen. Auf, Leute.
zurückkam. Kannst du hier deine Vorräte auffüllen, wenn es mal eng wird? Brauchst du gerade was? Sag mal, was du da hast. Na klar, General.